Hallo. Hi. Wir haben wieder eine neue Vernasche, die Weltbox. Wir haben die letzten Boxen vernascht, ohne zu filmen. Wir haben aber auch geteilt. Also so ist es ja nicht. Wir essen das ja nicht alleine. Vor allem, weil es meistens nicht so lecker ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich habe versucht, auf Instagram es zu vermeiden, zu gucken. Weil da wird ja kräftig gespoilert. Ich hoffe, du auch nicht. Hm. Jetzt gucken wir mal rein. Sagt euch das was hier? Also mir würde jetzt spontan nichts dazu einfallen. Irland. Ireland. Kobold der Gold. Guinness. Was gibt's noch? Ja. Das war's, oder? Primark ist auch von Irland. Das fällt mir noch zu Irland ein. Verschiedene Schauspieler. Colin Firth. Der ist auch Irländer. Die Kelly Family eigentlich nicht. Ich glaube, das sind Amis. Glaube ich. Also irgendwie sind die durch Irland gereist oder so. Aber spielt jetzt keine Rolle. Okay, jetzt schauen wir mal. Ja. Bitteschön, da ist gleich was, das weiß ich, das mag ich nicht. Onion Rings. Zwiebeln. Die probiere ich auch nicht, weil ich sie nicht mag. Bröselt es da schon raus oder was? Nö. Aber ich sehe da schon was anderes. Boah. Mach mal rein. Oh, das riecht ja richtig wie Zwiebeln. Wie Zwiebeln. Na, da hebt es mich gleich von Anfang an. Schmecken sie? Ich mag sie. Dann? Was haben wir da? Taito. Cheese and Onion. Also essen die Irländer viel Zwiebel oder was? Irish Crisp. Probier mal Kirsche. Ob das immer so glücklich macht, also ich habe ein Video, da habe ich diese, wie heißen die Dinger von Harry Potter da, diese Jelly Beans. Das habe ich leider nur mit mir alleine gemacht, weil es niemand mit mir machen wollte. Auf jeden Fall musste ich kotzen danach. Also so glücklich macht es nicht. Ja, ist schon eine kleine Probierpackung. Nicht meins. Naja. Prost mit Mickey und Donald. Sprich. Ich glaube, das war mal Senfgläser. Boost Bites, oder? Boost Bites. Boost. Ach, das steht da irgendwie spiegelverkehrt. Boost Bites. Ja. Schokolade ist meins. Geht immer. Leider. Ja, dann muss man schnüffeln. Aber schon jede Menge da. 6 Stücke und 124 Kalorien. Dann lassen wir das mal lieber. Wird irgendjemand geschrieben? Ich hoffe, es nimmt noch auf, ja. Was steht da? Irgendwas mit Milk. Dairy Milk. Caramel. Da. Freddo Caramel. Probieren. Wie machen die das immer, die Wein probieren? Na, beim Rausspucken. Hast du jetzt da einen Frosch drin? Hm.
Es wird aber auch in Dublin hergestellt. Wir haben ja bei uns beim Real so ein Regal, das sind Ami-Sachen. Da wird das meiste in Mülheim an der Ruhr hergestellt. Mhm. Ja. Scheiße. Da läuft. Aber es schmeckt nicht schlecht. Kannst du selber essen. Und welche essen? Drumstick Squishies. Die schauen auch schon mal näher ran. Wie die Radiergummi. Ja. Gibt es auch noch in anderen Variationen. Ja. Extrem süß. Wenn man es erkennen kann. Also Vanille kannst du auch noch eins essen. Von den Karamell-Dingen noch. Weißt du, was noch was das riecht? Bum Bum. Im entferntesten, ja. Schmeckt auch so. Probier. Die sind ja geil. Oh nee, komm, die schmecken wie Bum Bum. Keine Ahnung. Oh, die schmecken echt geil. Ja, Bubblegum Flavor, schau, da steht's doch sogar noch. Ja. Bum Bum. Ich habe letztens sogar mal, kam in einer Fernsehsendung, nach was Bum Bum benannt worden ist. Weiß ich noch nicht mehr. Ah ja, klar. Rice Krispies von Kellogg's. Als Riegel. Zeig mal, wie die Packung. Oh, schau, das guckt mal bekannt vor. Ah ja. Die haben so Elfen, ne? Ja. Oh. Original. Noch was? Rice Krispies. Verdammt. So, weiter geht's. Eierriegel. Also die Gummibärchen schmecken extrem lecker, aber sind auch extrem süß. Ich glaube, ich muss nachher einen Apfel beißen oder so. Jetzt wackelt's. Babybär, komm mal her. Komm, Papa. Komm. Komm, Papa, Schatzi. Ich dachte, wir teilen uns jetzt an. Mit mir so an, natürlich hier. So. Und hier mache ich es ja auch nicht. Richtig. Naja. Sehr schokoladenlastig. Malteser, oder? Mhm. Warte. Komm, Papa. Komm. Komm. Mein Hund sitzt da. Unser Hund. Meine, unser. Ach, darf ich jetzt das essen? So Plättchen mit Crispy. Naja. Also jetzt kommt aber das auf das ich schon die ganze Zeit über. Ich liebe Mars. Ich liebe Mars. Ja, dann. Ach, ich hoffe, die Kekse schmecken genauso, aber da kann ich keinen ganzen essen. Hm? Nee. Das war jetzt zu viel Schokolade. Bibi, Mann. Schatzchen. Es sind aber wenig drinnen, das ist ja Muggelpackung. Also ich würde sagen, wir teilen uns ein. Teilen wir uns erst. Tut
So wie die Kekse in Amerika immer waren. Meine Fresse, so schmecken die scheiße. Hm? Das hat ja 0,0 vom Maß. Muss aber nicht. Natürlich, wenn da Maß draufsteht, muss die Scheiße nach Maß schmecken. Soft Baked Double Chocolate Caramel. Da muss irgendwas nach Maß schmecken und nicht nur die Verpackung nach Maß ausschauen. Und wie schmeckt er? Naja, ja, da. Ne. Das war ein Satz mit X. Das ist ja grausig. Hm. Sag einmal. Es war nichts zum Trinken dabei diesmal. Mm-mm. Schade, du trinkst immer so gern. Ich glaube, letztes Mal, da haben wir nicht gefilmt, da war es die Clear Cola oder so. War nix. Aber es gab früher auch mal so eine klare Pepsi, glaube ich, oder so. Mm-hmm. Was war dein Favorite heute? Heute? Der Keks und die Onions. Ja. Bei mir sind es tatsächlich die Bum-Bum-Gummibärchen, die auch schon wie Radiergummi. Die können wir ja die Kids mal testen lassen. Jetzt können wir euch ja mal fragen. Wir haben tatsächlich überlegt, ob wir die Kinder mal mittesten lassen. Natürlich kann man sie ja an die Seite setzen und man hört sie dann, was ich tatsächlich jetzt ein bisschen affig finde, wenn sie seitlich hocken. Ich bin da zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe damit kein Problem. Also wenn die Mehrheit sagen würde, jetzt ist eine Biene hier drin. Wenn die Mehrheit sagen würde, die Mädels soll mal mitprobieren, dann können die das auch gerne mal machen. Sie testen es ja dann sowieso, aber Kinder sind da doch ehrlicher. Und die würden, glaube ich, auch nicht alles probieren. Also das wüsste ich jetzt zum Beispiel, Onion Rings würden sie, glaube ich, nicht probieren. Wahrscheinlich nicht. Thema ja dann. Vielleicht guckt auch gar keiner das Video an oder nicht mal bis zum Schluss. Naja, gut. Das ist übrigens unser Hund, der da schnarcht. Meine waren die Radiergummi, Bum-Bum, Gummibärchen und die Boost Bites. Die waren sehr lecker. Ich muss ehrlich sagen, Irland war in den letzten Monaten bis jetzt mein Favorite Süßigkeitenland. Ich kann mit den asiatischen Zeugs nicht so viel anfangen. Ja. Obwohl du überhaupt gar kein Süßer bist. Komisch. Also mir war das... Oh, riechst du das? Der hat gerade einen fahren lassen. Obwohl ich... gern Süße esse. Alter! Aber die sind mir schon teilweise zu gar. Vor allem kann ich nicht lesen, was drin ist. Das stresst mich noch mehr. Nun gut. Dann habt gewohl. Oder? Sagt man das so? Habt wohl? Habt genau? Ich weiß nicht. Und wir sehen oder hören uns beim nächsten Video. Ich hoffentlich nicht die nächste Vernasche die Weltbox, sondern sogar schon vorher. Ich habe nämlich hier noch Geburtstagspost liegen. Von der Steffi und von der Swantje. Die sollte ich mal auspacken. Ja. Ciao. Ciao.